fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ei, das ging ja mal voll daneben. Oh, warte, ich komm. Heute geht's aber tollpatschig los hier. Naja, macht nichts. Jetzt gut aufpassen, bitte. Was ist klein, blau und bellt? Na? Der Moorfrosch. Nee, das ist kein Witz. Diese Tiere gibt's wirklich. Und die leben, na klar, hier im Moor. Leider sind sie aber in Süddeutschland fast ausgestorben und deswegen begebe ich mich heute auf Rettungsmission. Für euch gibt's aber erstmal einen tollen Film. Mit etwa 6 cm ist der Moorfrosch der kleinste unter den Braunfroscharten. Die meiste Zeit im Jahr ist er recht unscheinbar. Sein braun gefärbter Rücken tarnt ihn perfekt. Doch an ein paar wenigen Tagen im Frühling leuchten die Männchen auf einmal in verschiedenen Blautönen. So versuchen die Froschmänner in der Paarungszeit Weibchen zu beeindrucken. Moorfrösche gehören zu den Amphibien. Das heißt, sie leben an Land, aber für ihre Fortpflanzung brauchen sie Gewässer. Dort legen sie ihre Eier, den Laich, ab, aus dem später Kaulquappen schlüpfen. In Deutschland sind sie vor allem im Norden und Osten anzutreffen. Ich bin heute allerdings im Süden unterwegs, wo die kleinen Frösche sehr selten und gefährdet sind. Nur im Landkreis Ravensburg gibt es noch ein paar wenige Moorfrösche. Abends treffe ich Wildtierforscher Moritz, der sich hier um den Schutz der Amphibien kümmert. Quack! Hi, Anne. Hallo Moritz! Hast du gut hergefunden? Ja, super! Ja, schön! Ich freue mich! Was machen wir denn? Ja, heute Abend geht's ins Moor. Ja, mir ist schon aufgefallen, dass du mich relativ spät hierher bestellt hast. Es dämmert schon. Warum abends? Ja, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Dann, wenn die Sonne untergeht, dann werden die Amphibien erst so richtig aktiv. Die sind nachtaktiv. Und wir wollen ja rausfinden, wo der Moorfrosch heute Abend hier sitzt. Dann müssen wir eben um die Uhrzeit unterwegs sein. Okay, ich bin ja schon gespannt, weil Moor und Dunkelheit, das hört sich auch ein bisschen gruselig an. Ja, wir haben ja Taschenlampen dabei. Okay. Aber ich sehe was. Ich glaube, so kannst du nicht ins Moor. Wieso? Gefällt dir mein Outfit nicht? Doch, auf jeden Fall. Aber da ist ja nass und feucht. Und wenn du da irgendwie einsinkst, dann brauchst du einfach eine andere Hose. Guck mal, ich habe dir da was mitgebracht. Ah, eine Warthose. Genau, so eine brauchst du. Cool. Ja, gerne. Dann schmeißen wir uns da mal rein. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, mein Team muss dann auch versorgt werden. Das hat doch schon mal gut geklappt. Brauchen wir sonst noch was? Ja klar, jetzt fehlen nur noch die Taschenlampen. Oh ja, ganz wichtig. Sonst sehen wir nichts. Eine Stirnlampe für dich. Danke. Das ist meine. Ja, ich glaube, schicker könnten wir eigentlich nicht aussehen, aber den Moorfröschen ist das wahrscheinlich egal. Das ist denen auf jeden Fall egal. Okay, starten wir. Dann. Da geht's rein ins Moor. Genau. Sag mal, Moritz, ist es denn so eine gute Idee, so allein ins Moor zu gehen? Abseits von den Wegen, das ist ja auch nicht so ganz ungefährlich, oder? Nee, definitiv nicht. Erstens ist es echt gefährlich, weil du kannst wirklich versinken. Und zweitens ist es auch gar nicht erlaubt, weil unsere Moore, das sind alles Naturschutzgebiete. Und abseits der Wege darf man gar nicht laufen, weil da kommen ja seltene Tierarten vor. Die stören wir nur. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Okay, das heißt, wir verhalten uns ganz ruhig. Du darfst aber genau, ins Moor heute gehen, ist das was Besonderes. Ich habe eben eine Genehmigung dafür. Ich darf euch heute mitnehmen und deswegen dürfen wir abseits der Wege unterwegs sein, weil wir ja eben diesem seltenen Moorfrosch eben auch helfen wollen und deswegen sind wir unterwegs. Gut, dann halte ich mich an dich und bleib dicht bei dir. Super, so machen wir das. Dann auf geht's. Geht's los.
ja aber schon nass. Ja, jetzt muss man schon langsam ein bisschen aufpassen. Hui, anstrengend. Auf jeden Fall. Woher weißt du denn jetzt, wo die Moorfrösche sind? Weil Moor ist ja hier überall. Genau, Moor ist überall. Aber es gibt eine Sache, der Moorfrosch, der ruft ganz, ganz leise. Deswegen müssen wir richtig leise auch nachher sein und hören, weil dann verrät er sich, wo er sitzt. Und wir wissen natürlich so aus den letzten Jahren auch ein bisschen, wo er schon war, weil die gehen oft an ähnliche Plätze wieder im Folgejahr. Die sind da ganz treu. Boah, jetzt ist schon ganz schön dunkel. Ja, so langsam wird es auch immer gruseliger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gruselst du dich da nicht? Doch, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wir machen mal die Lampen an, dann sehen wir langsam auch was. So, und jetzt? Ich glaube, jetzt werde ich einfach mal gucken, dass wir die Ohren ein bisschen hindrehen. Da vorne könnten sie sitzen. Wie hört sich das an? Worauf muss ich achten? Also man meint ja, dass Frösche alle quaken. Aber das hört sich eher an wie ein Blubbern oder ein Hundebellen. So ein Blub, Blub, Blub. Aber mal hören, ob wir Glück haben. Oh, ich habe was gehört. Ich habe nichts gehört. Hör mal in die Richtung. Das? Ja. Das hört sich ja lustig an. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Frosch ist. Boah, guck mal. Was war das? Boah, das ist ein richtiges Glück. Ist das ein Moorfrosch? Das ist ein Moorfrosch, ja. Hallo. Oh, Kumpel, der ist aber aufgeregt. Ja, der ist noch gar nicht ganz so alt. Vielleicht das erste Jahr, dass der bei der Laichzeit hier mit dabei ist. Woher weißt du das? Der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Also die werden so 6 cm und gefühlt hat er erst 5, dem fehlt noch ein bisschen was. Und woher weißt du, dass es kein Weibchen ist? Könnte auch ein Weibchen sein, oder? Ja, warte mal. Guck mal, dass es ein Männchen ist, erkennt man. Das heißt Brunftschwiele, aber das ist so ein... So ein dicker Daumen? Genau, und das ist wie ein Schmirgelpapier. Damit kann er sich bei den Weibchen festhalten. Darf ich das mal anfassen? Ja. Merkst du? Ja, das ist ganz rau. Genau. Hey, der ist ja jetzt braun und die Beine sehen aber eher so grün aus. Mhm. Ich dachte, die Männchen wären blau. Ja, aber die sind nur ganz wenig Tage blau. Also das heißt, so ist die normale Farbe, dieses schöne Braun. Und wenn die Laichzeit beginnt und es kommen immer mehr Männchen, dann singen die und rufen sich so richtig in so eine Stimmung. Und dann, wenn sie voller Hormone vollgepackt sind, dann färben sie sich für wenige Tage blau. Wow, wie cool. Jetzt setzen wir ihn hier wieder ab, oder? Der fühlt sich nicht so nicht richtig so wohl. In die Hand genommen zu werden. Geht's wieder zurück für dich. Weg ist er. Okay, jetzt haben wir einen Moorfrosch gesehen. Mhm. Super selten, dass man die Möglichkeit bekommt, hast du gesagt. Wir haben Moorfrösche gehört. Und jetzt? Und wir wissen eigentlich auch nur, dass es Männchen hier gibt, weil die Männchen, das sind die, die rufen. Und der Moorfrosch ist ja so sau selten. Und die Moorfrösche, die rufen jetzt nachts nach den Weibchen. Und wenn wir eben Glück haben, dann legen die heute Nacht Eier. Das nennt man dann Laich. Mhm. Und den sammeln wir morgen früh ein und nehmen den mit in unsere Aufzuchtstation. Die markieren wir schon mal die Stelle. Gut, vielleicht finden wir ja noch eine andere Stelle, wo wir welche hören. Ja, ich glaube, da hinten war noch was. Lass mal in die Richtung laufen. Oh. Ich sag's euch, das ist nichts für schwache Nerven. Warte. Das heißt, hier sind auch welche. Genau. Sollen wir dann den Stecken hier lassen? Genau, ich würde sagen, den stecken wir jetzt hier rein und gehen gar nicht arg weiter. Okay, das heißt, für uns ist jetzt gute Nacht angesagt. Wir kommen morgen wieder und drücken die Daumen, dass heute Nacht hier ordentlich abgeleicht wird. Genau so machen wir das. Perfekt. Gute Nacht. Am nächsten Tag geht's wieder ins Moor. Guten Morgen, Moritz. Hi, Anna. Ja, heute bin ich vorbereitet und gleich in voller Montur gekommen. Perfekt. Drück mal die Daumen, dass wir ein bisschen Froschleich finden. Auf geht's. Also, ich muss zugeben,
Jetzt tagsüber fühle ich mich hier im Moor schon wesentlich wohler als im Dunkeln. Und es fühlt sich auch ganz lustig an, hier durchzulaufen. Und es wackelt alles. Ja, und es fühlt sich an, wie als würde man über so einen Schwamm laufen. Es ist ja wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Und da ist auch schon unsere erste Markierung von gestern Nacht. So, jetzt wird spannend. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, ob wir jetzt hier was finden. Moritz, hier müssen wir wahrscheinlich uns schon relativ vorsichtig bewegen, oder? Nicht, dass wir da irgendwo genau, drauftreten. Nicht, dass du außerdem irgendwie drauftrittst. Im dunklen Moorwasser ist der Laich fast unsichtbar. Siehst du schon was? Nee, du? Nee. Hast du was? Ja. Oh, ganz viel Glibber. Jeder schwarze Punkt ist jetzt eine Kaulquappe, oder? Genau, jeder schwarze Punkt wird mal eine Kaulquappe. Das ist ja ein Ei, was sich jetzt entwickelt. Das dauert so 7 Tage und dann entsteht eine kleine Kaulquappe draus. Wahnsinn. Und was meinst du, wie viele Kaulquappen sind jetzt hier in dem Laich drin? 600 Stück. Boah. So in etwa. Cool, bist du glücklich, dass wir die jetzt gefunden ja, haben? Ja, auf jeden Fall. Sag mal, warum machst du das eigentlich, dass du den Laich hier einsammelst? Das machst du jetzt wahrscheinlich nicht, weil es so viel Spaß macht, den Kaulquappen beim Schlüpfen zuzuschauen, oder? Das macht zwar auch Spaß, aber nee, wir haben ja wirklich ein Artensterben. Der Moorfrosch ist ganz, ganz selten bei uns nur noch. Und damit der nicht ausstirbt, nehmen wir den Laich mit und ziehen den daheim auf unter kontrollierten Bedingungen. Denn du musst dir überlegen, jeder frisst so einen Laichballen. Hier hat es Ringelnattern, Kreuzottern, alle ernähren sich eigentlich von Amphibien. Und wenn es nur noch so wenige sind, können wir jetzt eben einfach dafür beitragen, wenn wir die aufziehen und nachher die kleinen Frösche zurückbringen, dann haben sie diese heikle Phase als Ei- und Kaulquappe schon mal überdauert. Das heißt, ihr gebt dem Moorfroschlaich eine Starthilfe. Ganz vorsichtig trennt Moritz den Laich. Eine Hälfte bleibt im Moor, die anderen 300 Eier kommen in die Tüte. Darf das denn eigentlich jeder? Also wenn sich jetzt jemand zu Hause denkt, boah, das ist ja eine coole Sache, dass man den Moorfrosch so schützen kann, kann ich dann einfach in die Natur gehen und den Laich entnehmen und zu Hause aufziehen? Nee, das darf nicht jeder machen. Das ist ja eine total streng geschützte Art. Und dafür braucht man eine Genehmigung. Und deswegen dürfen wir das überhaupt nur machen. Also Leute, bitte keinen Laich der Natur entnehmen, egal von welchem Frosch. Auf geht's zur zweiten Markierung. Ob wir noch mal Glück haben? Da ist was, oder? Oder sind es nur so Pflanzen? Nee, da ist was, richtig, genau. Ha! Cool. Guck mal, ich habe hier noch eine Tüte. So, guck mal, jetzt tauchen wir das ein. Knoten rein. Zack. Und schon sind auch in der zweiten Tüte mehrere hundert Moorfroscheier. Mit unseren zwei Laichballen machen wir uns jetzt auf den Weg zu ihrem neuen Zuhause. So, das ist jetzt unsere Aufzuchtstation. Aha! Ich sehe schon, hier sind mehrere Becken. Genau, da musst du gleich mal reinschauen. Ah, oh, hier sind ja schon Kaulquappen drin. Das heißt, du hast schon welche gesammelt? Ja, letzte Woche haben wir schon den ersten Laich gesammelt. Jetzt sind die eben genau eine Woche weiter und schon geschlüpft aus der Eihülle. Aber jetzt musst du mir erst mal verraten, warum ist das Ganze überhaupt in einem Zelt? Draußen sind sie auch nicht im Zelt. Stimmt, draußen sind sie nicht im Zelt, aber Kaulquappen mögen warmes Wasser. Umso wärmer das Wasser ist, umso schneller entwickeln die sich. Ja, man merkt schon, dass es hier drin warm wird. Genau. Und was machen wir jetzt mit unseren Moorfroscheiern? Die bekommen jetzt ein eigenes Becken. Die kommen jetzt nicht einfach hier rein, sondern wir müssen ein neues Becken befüllen für die. Alles klar, dann errichten wir doch jetzt ein Eigenheim für unsere Moorfroscheier. Besonders wichtig für die Laiche ist die Wasserqualität. Deswegen hat Moritz extra einen ganzen Tank voll mit braunem Moorwasser, das wir jetzt in die Becken füllen. Ein Heizstab sorgt für die extra Portion Wärme. Und dann darf ich den Laich auch schon einsetzen. Hä? Die sinken ja jetzt zu Boden. Ja. Im Moor waren die ja alle irgendwie oben geschwommen, oder? Genau, aber im Moor waren ja auch überall irgendwelche Pflanzen, wo der Laich noch dran hing. Hier sind halt keine Pflanzenteile, deswegen sinken die Eier jetzt am Boden. Wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, in einer Woche ungefähr schlüpfen dann die Kaulquappen. Und dann? Und dann dauert es so 6 bis 8 Wochen, bis ein kleiner Frosch draus wird. Das heißt, darf ich in 8 Wochen noch mal wieder zu dir kommen? Ja, klar, gerne. So, ich komme in 8 Wochen wieder und dann hoffe ich, dass aus meinen kleinen Froscheiern große Moorfrösche geworden sind. Aber damit ihr nicht so lange warten müsst, habe ich jetzt einen tollen Film für euch.
Moorlandschaften gehören mit ihrer Artenvielfalt zu den faszinierendsten Wildnisgebieten der Welt. Allerdings haben Menschen schon vor Jahrhunderten begonnen, Moore trocken zu legen. Die gewonnenen Flächen wurden zu Äckern, Wiesen oder Wald. Auch der Torf unter dem Moor wird abgebaut. Benutzt wird er zum Beispiel beim Gärtnern in der Erde für Blumenbeete. Deswegen gibt es immer weniger Moorlandschaften und damit immer weniger Platz für die Tiere und Pflanzen, die sich hier besonders wohlfühlen. Eines der Tiere ist unser Moorfrosch. Kurz vor Sommerbeginn mache ich mich wieder auf den Weg zu Moritz. Jetzt bin ich aber neugierig, was sich bei unseren Moorfröschchen getan hat. Mal schauen, was in der Aufzuchtstation so passiert ist. Ah, hi Anna. Hallo. Ja, cool, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Komm rein. Ich bin jetzt natürlich ganz gespannt, was sich hier getan hat. Wuh, da ist ja einiges los. Ja. Alles voller Kaulquappen. Ha, aber ehrlich gesagt dachte ich, das sind jetzt alles Frösche. Na, guck mal hier zu deinem Becken rüber. Die sind nämlich schon ein bisschen weiter. Obwohl sie gleich alt sind, entwickeln sich auch meine Kaulquappen unterschiedlich schnell. Die, die schon Beine haben, fängt Moritz heraus. Das sind schon kleine Frösche die wollen jetzt an Land. Die sehen fast aus wie fertige Frösche, nur dass die noch einen langen Schwanz haben. Genau, aber der bildet sich jetzt langsam zurück und dann wollen sie wirklich das Land suchen. Die Möglichkeit haben sie in dem Becken nicht, also müssen sie ganz schnell da raus. Das heißt, wir fangen jetzt hier Annas Moorfrösche ein. Genau, ich stelle die mal wieder vorsichtig hier hin. Das ist ja schon toll. Das sind die, die wir vor kurzem erst als Laich eingesammelt haben und jetzt sind die schon so wild unterwegs. Nur die Kaulquappen, die schon alle vier Beine haben, sollen umziehen. Nee, der hat nur zwei Beinchen. Oh, okay. Nee. Ah, hier habe ich einen mit vier Beinen. Grüß dich. Schnell hier unten rein. Ja, super. Hab dich. Vier Beine, sehr gut. So, rein mit dir. Ich glaube, das war tatsächlich der letzte aus meinem Becken. Wie schaut's bei dir aus? Ich habe die beiden auch leer gemacht. Dann dürfen die raus. Magst du den einmal nehmen? Ja. Ich zeig dir, wo es hingeht. Die Kaulquappen kommen jetzt in das sogenannte Landgangbecken, das wie ein kleines Minimoor aussieht. Also je länger man hier reinschaut, desto mehr entdeckt man. Das sind ja schon richtig fertige kleine Frösche, nur eben in mini klein. Süß sehen die aus. Vorsichtig. Juhu. Die Kleinen befinden sich mitten in der Metamorphose. So nennt man ihre Verwandlung. Aus dem Laich geschlüpft leben die kleinen Kaulquappen im Wasser. Langsam bekommen sie Beine und ihr Schwanz wird immer kürzer, bis sie am Ende als kleine Frösche an Land gehen. Es ist soweit, die ersten Moorfrösche des Jahres werden ausgewildert. Mega cool. Und weil wir die natürlich irgendwie transportieren müssen, haben wir hier wieder unsere Eimer. So, Moorfrösche, ich komme. Genau, du darfst jetzt die alle einsammeln, Anne, die keinen Schwanz hinten mehr haben. Die dürftest du jetzt mitnehmen. Okay, auf die Hand nehmen oder springt er weg? Schauen wir mal. Oh, der fühlt sich ganz, ganz, ganz lustig. Ja, das ist so viel zu, der springt weg. Aber hier ist er. Toll sieht der aus. Der glänzt so richtig schön golden. Schau mal, komm mal hier rein. So, ich habe jetzt drei. Wie viele brauchen wir denn? Jeder 50, sodass wir 100 nachher haben. Oha, da haben wir jetzt noch was zu tun. Boah, jetzt habe ich richtig viele. Also Moritz, wenn ich jetzt hier diese mehrere hundert Moorfrösche sehe, dann kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die vom Aussterben bedroht sind. Das müsste doch einen superschnellen Effekt haben, wenn ihr da jetzt so viele Moorfrösche auswildert, oder? Ja, es dauert aber 2 bis 3 Jahre, bis die geschlechtsreif sind, bis die sich wieder selber fortpflanzen können. Mhm. Und so lange müssen sie in freier Wildbahn erstmal überleben. Okay, und warum behältst du jetzt nicht
einfach die noch ein bisschen länger bei dir und wildest sie dann erst aus, weil dann sind ja die Überlebenschancen höher, oder? Theoretisch genau, aber dann müssten wir halt auch 2000 Frösche jedes Jahr über den Winter bringen, plus die, die danach kommen und die danach kommen, dann hätten wir hier irgendwie 6000 Frösche. Und zwar große Frösche, die wir alle versorgen müssen, das würden wir gar nicht schaffen. 48, 49, 50. Okay, Moritz, ich bin fertig. Super. Du auch? Ja. Für die 100 Frösche, Moritz und mich, geht es jetzt zurück zu dem Moor, wo wir sie im Frühling als Laich eingesammelt haben. Da dürfen die Warthosen natürlich nicht fehlen. Das ist ja ein richtiges Froschkonzert hier. Ja, das ist cool, ja. Mega! Aber keine Moorfrösche, oder? Keine Moorfrösche, nee. Die bellen ja eher, das habe ich ja schon gelernt. Hast du den Ort eigentlich erkannt? Sollte ich? Ja. Genau da hinten in dem Bereich, da haben wir die Laich gefunden gehabt, in der Ecke. Hä, das sieht ja ganz anders aus. Ja, das geht richtig schnell. Wo vor ein paar Wochen noch braune Stoppeln waren, wuchs jetzt meterhohes Schilfgras. Oh, hier ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Das gefällt mir. Warum ist das eine gute Stelle? Boah, das ist schön nass hier. Gute Versteckmöglichkeiten, nicht so weit weg von der offenen Wasserfläche. Sehr gut, allen geht's gut. Ja dann, seid ihr bereit für die Freiheit? Das heißt wahrscheinlich ja. Stimmt, in so einem Eimer ist doch nicht so schön. Okay, wie machen wir das? Einfach umkippen? Genau, du kannst ihn ganz vorsichtig vorlegen und dann wirst du sehen, wenn die ersten schon los wollen. Hoffentlich schaffen es viele dieser kleinen Frösche, erwachsen zu werden. In 3 Jahren sind es dann vielleicht sie, die nachts im Moor bellen. Und er springt in die Freiheit. So, der letzte hat sich endlich auch getraut. Das heißt, meine 50 Moorfröschlein sind schon in Freiheit. Jetzt sind deine dran. Genau. Und für euch gibt's jetzt noch mal alles, was ich so mit den Moorfröschen erlebt habe. Nachts begeben wir uns im Moor auf die Suche nach den bellenden Moorfröschen. Das hört sich ja lustig an. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Frosch ist. Moritz entdeckt sogar einen jungen Moorfrosch. So ist die normale Farbe, dieses schöne Braun. Und wenn die Laichzeit beginnt, dann färben sie sich für wenige Tage blau. Am nächsten Morgen haben wir Glück und finden frischen Froschlaich. Jeder schwarze Punkt wird mal eine Kaulquappe. Aus dem Laich können jetzt in der Aufzuchtstation kleine Kaulquappen schlüpfen. Als ich 8 Wochen später zurückkomme, hat sich viel getan. Das sind ja schon richtig fertige kleine Frösche, nur eben in mini klein. Süß sehen die aus. Und dann ist es soweit. Die kleinen Moorfrösche dürfen zurück ins Moor. Da ist ja noch ein Nachzügler. Komm mal her. Ja, 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 ja. So, du Kleiner, ab in die Freiheit mit dir. Toi, 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 mach's gut. Der will noch ein bisschen bei mir sitzen bleiben. Ist auch okay. Noch sind die Moorfrösche nicht gerettet, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin. Drücken wir die Daumen, dass es hier bald wieder überall quakt, weil es so viele Moorfrösche gibt. Bellt natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus. Weg ist er. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die